Wachst du damit mal auf? Spinnst wohl oder was? Ich glaube, man soll irgendwie den unterirdischen Gang nehmen, aber. Oder sollen wir den nehmen? Ich erkunde doch so gern alles. Chemiefabrik. Scharfschütze. Ich weiß auch noch nicht wo. Aber ich krieg ihn noch. Wo denn? Wo denn? Ach da. Wenn wir gleich mal eliminieren hier. Wenn hier jemand scharf schießt, dann bin ich das. Kannst du mit Platzpatronen schießen? So. Wir sehen nichts. Kommen wir auch nicht weiter, war ja fast schon klar. Und unterirdisch, wo wir jetzt da lang gehen? Ich vermute, ich muss unterirdisch lang gehen, weil hier überall Zäune sind, weil. Wir wecken halt so ein bisschen den Anschein, dass man viele Wege hat. Ich habe hier Pistolenmunition, die ich natürlich absolut brauche. Das Oberkommando. Kann ich das eigentlich auch öffnen oder kaputt schlagen? Nein, wir haben ein Lan und Minen erhalten. Oh, großartig. Die sie bestellt haben. Können im Lager abgeholt werden. Vielen Dank. Franz Ulmer. Komische Schreibweise. Wo komme ich raus, wenn ich unterirdisch laufe? Danke, Spiel. Diese Scharfschützen. Die haben eine Treffergenauigkeit, die ist abartig. Vor allem, wo war der? Da war der. Vielleicht soll ich doch unterirdisch weitergehen. Der Moment, wenn man sich nicht entscheiden kann, wo er dann geht. Okay, das Spiel hat doch minimal was Gutes. Jetzt weiß ich noch nicht, ob es besser oder schlechter ist. Ich glaube, es ist schlechter. Ich meine, sind nicht nur an der älteren Grafik, die durchaus älter ist. Wo war das jetzt überhaupt? Ah, da hinten war das, glaube ich, irgendwo. Sehr gut. Ich kenne mich aus, so gar nicht. Ich habe eine Stoßflinte, ich habe ein übertrieben fettes Maschinengewehr. Ja, ich versuche es auch mal unterirdisch. Vielleicht sind da weniger Scharfschützen, die mir auf den Sack gehen. Speichern ist sehr, sehr wohl möglich, in die Fresse spielen. Sag mir nicht, wo ich speichern kann. Du hast keine Checkpoints. Da kann ich nicht mehr durchlaufen. Aber ich könnte da lang laufen und dann kommen gleich von hinten Gegner und schießen mich nieder. Oder kommen die von da? Ich gehe mal da lang. Da ist Bob und beschützt uns. Und dann kann ich noch da lang gehen und lande. Das heißt nicht, das ist eine Sackgasse. Ist keine Sackgasse, okay. Hier haben wir Gesundheit stehen. Kann doch eben Gegner, willst du mich verarschen? Jupp. Ja. Was? Hä? Da kam doch Gegner. Was? Willst du mich verarschen, Spiel? Jupp. Da ist noch eine Rohrleitung. Das heißt nicht, das ist komplett nutzlos. Das ist komplett nutzlos. Was?
Moment, ah, Moment. Ah, so, natürlich. Minimal unoffensichtlich, aber okay. Jetzt kommen die Gegner, natürlich. Willst du bitte mal sterben? Oh Gott, jetzt wird das so ein Typ. Ich töte ihn vielleicht besser, bevor er mich tötet. Das ist immer eine gute Idee. Willst du mal sterben und so? Hm. So hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Oh, wo ist mein Scharfschützengewehr? Das da will ich. Wie viele Schüsse braucht denn der mit dem Scharfschützengewehr? Also nicht der da. Offensichtlich ist kein guter Punkt, mich da hinten zu verstecken. Ist auch keine gute Idee, hier stehen zu bleiben. Okay, wir hauen ab. Laufen und schießen ist auch nicht so die ultimative Kombo, wie es aussieht. Schön. Okay, das versuchen wir doch nochmal in weniger Scheiße. Ich glaube, das funktioniert gar nicht in weniger Scheiße, was ich vorhab. Ich soll mich teilweise instant killen, obwohl ich voll Energie habe. Wie immer es eine halbe Ewigkeit braucht, um ruhig zu werden. Hallo? Okay, ich laufe mal da lang, guck, was passiert. Wahrscheinlich wartet der Typ mit seinem Raketenwerfer jetzt gleich auf mich. Ist der ein Scharfschütze? Yep. Ich weiß zwar nicht, warum der da so dämlich liegt, aber naja. Macht mir die Arbeit leichter. Das hätte ich jetzt kommen sehen müssen, ne? Ja, doch schon so ein bisschen. Okay, ein Schuss mit dem Scharfschützengewehr leider aus. Das ist leider schlecht. Okay, jetzt bleibt nur noch der Typ mit dem Raketenwerfer übrig. Und jetzt ist er weg. Hat doch wunderbar funktioniert. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Boah, nehme ich das mit? Ja, es ist ein Raketenwerfer, ne? Ja, ich denke, ich nehme ihn mit. Ist halt ein Raketenwerfer, was willst du denn machen, ne? So, was hast du da noch? Oh, noch mehr Munition für meinen Raketenwerfer, ist ja geil. So. Kann ich das irgendwie... Ich kann das abdrehen. Und ich kann es wieder aufdrehen. Und wieder abdrehen... Bringt mir das was? Vielleicht ist ja jetzt da hinten... es ist weg. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, aber das Gas ist weg. Oder der Dampf, oder... Ja, weil Dampf ja kein Gas ist. Nein, Dampf ist ein Feststoff. Ist allgemein bekannt. Lasst euch da keinen Unsinn einreden. Oh Gott. Der langsamste Leiteraufstieg, den ich je im Spiel gesehen habe. Das ist realistisch, ja. Ich glaube, ich weiß fast, wo ich bin. Also vielleicht. Das Oberkommando.
Okay, das versuchen wir nicht nochmal. Das Oberkommando. An Oberstbergstein. Achso, das ist schon wieder das mit den Minen. Das weiß ich doch schon. Ich mach mal ein Loch und sterbe dann. Was ist das denn für eine hässliche Kiste? Ich meine, ernsthaft, das Ding ist unglaublich hässlich. Da ist noch irgendwo ein Scharfschütze, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wo. So, Problem erledigt. Hoffe ich mal. Der Panzer schießt nicht auf mich, oder? Na, lauf doch mal hin. Was will der? Kannst du kein Deutsch? Das ist nur ein Stück vom Fass. Das ist... Was? Was? Wo? Wer, wann, wie? Warum? Und wieso? Und weshalb überhaupt? Und warum ist Speicherstelle nicht möglich? Ach, da oben. Habe ich gleich gesehen. Ich brauche andere Waffen. Irgendwas mit Durchschlagskraft. Zum Beispiel ein gutes alles Schützengewehr! Ah, der schießt nur auf mich, wenn ich zu nahe komme, oder wie? Ja. Okay, das heißt, wenn ich jetzt von... Kann ich ihn von hier abknallen? Kann ich den überhaupt abknallen? Das ist so eine Art Raketenwaffe, was ich da habe. Aber... Das scheint ihn nicht sonderlich zu beeindrucken. Und wenn ich näher rangehe, vielleicht... Nee, nee. Nee, so gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir... Kann ich da runterspringen, ohne zu sterben? Nein. Also kann ich schon, aber... Hallo? Leiter? Wie benutze ich die Leiter von oben? Ah. Nee, hä? Ah, ich muss natürlich... gedrückt halten, weil einmal drücken, das wäre ja Unsinn. Was wir zur nächsten Frage bringen, wenn ich jetzt einfach wieder E drücke, lässt er sie dann los? Nein. Aber wenn ich springen drücke, okay. Gut, wir haben schon mal Scharfschützen ausgeschaltet. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, um den Panzer auszuschalten, weil offensichtlich mein Raketenwerfer hier nicht durchschlagskräftig genug ist. Nicht so gut. Lass mal abgedreht. Wahrscheinlich muss ich da oben raus. Willst du mich mal rausspielen? Ja, jetzt bin ich hier unten. Okay. Messerkampf. Ich habe gewonnen. So, das kann ich mir auch wieder nicht anschauen, weil dann das Spiel crasht. Keine Ahnung, ob das jetzt rein an der auf der Aufnahme liegt oder an irgendwas anderem, aber es macht's halt. Oh, mehr Munition für meinen, ich weiß nicht, Raketenwaffe. Bin nicht so ganz sicher, was das darstellen soll. Ich würde sagen, es ist ein Raketenwaffe, aber der hat auf dem Panzer da draußen nicht so viel Eindruck gemacht. Der hier auch übrigens rumfährt. Da ging es ja, wo ging es da noch lang? Da ging es raus, ne? So, und da ging es dann... Genau. Da war ich vorhin. Nur, dass ich jetzt die Scharfschützen oben weggemäht habe. Sehr schön, man hat einen direkten Weg und ein bisschen Seitenweg. Das ist gar nicht mal. Hm.
richtige Stelle anbringen. Das sagt sich jetzt so. So sagt sich so einfach. Das ist ein. Was ist das? Das ist ein Fleck, aber mein Zielkreuz verschwindet dahinter. Das ist großartig. Habe ich so auch noch nicht in dem Spiel gesehen. Ich weiß, ich ziele ab einer gewissen Entfernung nicht mehr automatisch auf mich. Geh weg. Lass mir mal Ruhe. Sandkasten, ich brauche ihn nicht. War das klug, da zu speichern? Ich brauche eine Mine, nun nehme ich die her. Was ist denn überhaupt für eine Mine? Kohlemine, Eisenmine, Goldmine? Vermutlich eine Granitmine. Die baue ich immer sonst nie. Yay, springen. Oh nee, jetzt ist noch irgendwo ein Scharfschütze. Großartig. Soll ich auch noch einen Scharfschützen suchen? Das wird ja noch lustig. Dies wird noch lustig. Bei Nero-Legung soll ich vielleicht weg von den Wänden gehen. Da kann er mich zu einfach treffen. Also, weil die Explosion mich dann ja auch tötet. So wie alles andere in dem Spiel. Gucken wir mal, wo könnte denn das? Es ist so minimal schwierig, nach etwas zu suchen, während dann so ein fetter Panzer rumfährt, der ihn auch tötet. So minimal kompliziert ist das. Achso, der ist da oben drin, ne? Wo denn genau? Ich habe ihn gesehen. Das Problem ist, ich muss ihn jetzt noch sehen, bevor der Panzer mich erschießt. Und ihn auch noch erschießen, bevor der Panzer mich erschießt. Vielleicht soll ich es mal damit versuchen. Ja, komm. Wir haben außer zu wackeln. Wunderbar, schöner Schuss. Wer ist doch jetzt tot, oder? Zumindest ist der eine. Vielleicht sitzen hier nochmal irgendwo 20 Gegner. Wo ist der jetzt? Hä? Wie zur Hölle? Wieso sitzt da noch einer drin? Der Panzer hat mich gesehen. So. Hilfe, da ist ein Panzer. Wisst ihr, was richtig scheiße ist? So ein Panzer, ne? Hallo. Ja, okay. Hey, ich habe den anderen Scharfschützen gesehen. Das war nur der scheiß ganze Boden, weil der verkackte Panzer die ganze Zeit hier fährt. Das macht die Sache irgendwie nicht einfacher. Jetzt zum Aufhören, so durch den Boden wackeln zu lassen. Kann ich auf den draufsteigen? Ja, kann ich. Na Jung, fahr mal vor. Ja, ich finde den Effekt ein bisschen übertrieben, vor allem, weil man damit auch nicht mal mehr richtig zielen kann. Wer hat sich gedacht, das wäre eine geile Idee? Und vor allem, wenn der steht, macht diese Vibration. Was ist das für ein Panzer? Boah, so 500 Tonnen wiegt der schon, ne? Oder 5000 Tonnen. Kannst du mal ein bisschen aufhören, so zu existieren? Ich muss da nämlich einen Scharfschützen wegmähen. Ich muss offensichtlich noch ein bisschen länger warten, bis der. Mein Alzheimer kommt wieder durch. Ja, fahr mal weg. Vielen Dank.